seid ihr bereit für das einzig wahre Fright Matter mit eurem Mastery of the Disastery. Hallo, mein PG! Okay, was war das für eine Antwort? Ich weiß es nicht. Egal, bald sind wir der Klappmeister zu willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir wieder Fright Matter und zwar auf dem Mond. Gebt euch diese krasse Map. Danke an der Wolf sein Bauteam für diese wunderschöne Map, meine Damen und Herren. Immer gerne. Und mit dabei ist der Wolf! Nein, Hundesohn. Und Steiko! Jo, hallo, hey! Hey, bist du Onkel Adi oder? Aua! Und bist du mein MPK? In diesem Busch steht, dass er einfach ein Hundesohn ist. Viel Spaß beim Schleien, alle. Danke, MPK. Drucker, stimmst du dem zu, was Mika gesagt hat? Ja, mit der Kolben, er ist voll der Spaß. Guck, ich stech den. Stich, stich, stich. Okay, wollen wir mal sagen, wir schlagen nicht lange herum. Jeder weiß, wie Mörder funktioniert. Die Schalke der Pistole ist die Mörderwaffe und wir spielen heute auf dem Mond, habe ich schon gesagt. Deswegen, let's go. Oh! Als ob ich jetzt nicht. Du kleiner Piss. I got a pistol, I got this in the pumpin'. Ne? Okay. Jungs, seid ihr bereit? Wir sind am Lootpot. Seid ihr bereit? Können wir nach oben? Nein. Dann geht's los. 3, 2, 1, go! Lootpot! Und Stefan ist Selbstmörder, weil er. Ich kann nur drei. Hä? Ich hab doch die Mörderwaffe. Warum spiele ich auf einmal Forsen? Digga, For Horizon. Okay, Freunde, die Waffe ist weg. Stefan hat sich selbst. Ja. Dann. Pang, pang. Kriegt der Mörder. Warte, was kriegen wir? Wir kriegen eine Taschenlampe. Dose, oder? Dose kriegen wir. Und Taschenlampe, oder? Und Taschenlampe. Dose und Taschenlampe kriegen wir. Das ist Odo, Mann. Safe Goal. Okay. So, und rein da in Entry the Moon. So, Freunde, dann hat der Mörder eine Mütze, um den Schlüssel zu verstecken. Und wenn das nicht tut, passiert natürlich wieder das. Unten wird wieder ein Kommentar eingeblendet. Oha! Gamescom! Digga, wir wurden gerade so gescannt und geprüft und so. Halt deine Schnauze! Okay, Freunde, weiter geht's. Wir sind die Zuckerstangen des Todes. Und jetzt, Freunde, eine Minute Zeit. Mörder muss seinen Schlüssel verstecken. Und Mörderstimmung, bitte, danke. Haben wir nur eine Dose? Ja. Wir haben echt nur eine Dose, ne? Digga, wie viel passt in deinen Bauch rein, Stefan, wenn du Ravioli isst, du kleiner Pläser? Aber ey, ihr braucht keine Angst haben. Also, Odemann wird mit der Dose eh keinen treffen. Digga, und, oh mein Gott! Warte mal. Warte, was? Du hast den Schlüssel gefunden, wo? Also, wo? Es ist so ein richtiges Odemann-Versteck. Hier, seht ihr mich? God. Weg, alle weg, weg. Wo bist Keiner du? Holt ihn. Warum hier. Nimmst du ihn nicht? Wo bist du? Ich bin hier. Warum ich ihn nicht nehme? Ja. Was jetzt, hä? Was jetzt? Wer hat jetzt hier okay. Wer steht neben mir? Ich bin Arnold. Also ist Stefan hier nicht dabei, Digga. Wo ich war? Bin im Lüftungsschacht, ich komme hier nicht raus. Aha. Ich hab so ein bisschen die Vermutung, es ist so schwer, am Anfang also, ist jeder durch die Cafeteria gelaufen, das könnte jeder sein. Es könnte echt jeder sein. Bis jetzt haben wir auch keine stichhaltigen Nachprobungen, weil wir nicht gestochen haben, weißt du, ich meine? Aber mal Corona-Tester geworden. Wer ist das hier? Stopp! Hallo? Wer ist das? Stehen bleiben. Ich schieße, ist mir ganz egal. Ich bin krank! Ich bin krank! Digga, der Corona-Spritze umgebracht. Gib mir eine Corona-Spritze, bitte! Weißt du was? Soll ich dir mal eine Spritze geben? Ja, gib mir. Ey, chill. Ey, Lukas, sollte mich umbringen, ist Lukas. Ja, ich bin Detektiv. Sag ich doch. Wer ist das vor mir? Digga, hier ist ein Geheimgang. Guck mal, Lukas. Was hast du gerade gesagt? Ich kenn den. Wer ist das vor mir? Ich hab verstanden, einen Blaze. Hier ist verschlossen. Okay, Jungs, ey! Mörderstimmung, Jungs. Es ist einer unter uns. Unter uns ein Mörder. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Lukas ist safe. Lukas, was ist deine Vermutung, Habibi? Du. Warum? Warum immer ich? Ich weiß es nicht. Das Ding ist, guck mal, am Anfang alles war verbuggt. Ja. Warum starten wir die Runde nicht neu? Das muss ja einen Grund haben. Also ich glaube, Real Talk, das ist schon ein sehr guter Grund. Boah, okay. Das ist jetzt stark, Lukas. Also ich würde mich jetzt auch verdingsen. Aber du musst wissen, ich bin Odemann und ich lass verdächtigen. Weil guck mal, es ist ja für deine Aufnahme cool, wenn du Mörder bist. Das ist richtig, Lukas. Da hast du recht, mein Süßer. Okay. Aber das Ding ist, ich bin halt auch Odemann, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ich lasse halt auch so Scheißsituationen drin im Video. Das ist halt auch wieder wahr. Und ich bin halt nicht fake, weißt du? Nicht so wie du, Digga. Genau, und ein Odemann ist immer erste Runde Mörder. Der ist immer Mörder. Digga, wenn Stefan mitkommt, du weißt ganz ich bin das. Okay. Und wenn Stefan mitmacht, weißt du ganz genau, dass Stefan immer auf die Waffe guckt. Komm, erschieß mich. Komm, erschieß mich. Töte mich doch. Komm, töte mich, wenn du Eier hast. Komm. Hä? Oha, wer wirft dich? Ey, wer hat das? Ey! Ganz kurz. Wer ist der Typ mit dem Rucksack? Ich weiß nicht. Ich bin's nicht. Ich hab keinen Rucksack. Alter, hat einen Rucksack von uns. Nein, ich hab keinen Rucksack. Oh, du hast einen Rucksack. Du bist so ein Digga, du bist so lost. Wer hat einen Rucksack, Jungs? Hallo, warte mal. Irgendjemand ist gerade gestorben. Nein. Lukas? Hallo? Entschuldigung. Sag doch, wer vor mir ist.
Mikrofon muted. Du kleiner Pisser, Mirkan. Du kleiner Pisser, Mirkan, wenn du dieses Video siehst, du kleiner Pisser. Mirkan war der Mörder. I need some pen and some pen. I got it. Ah, ja. Mikrofon muted. Ihr seid ja so 31er. Oh mein Gott. Und Lukas hat noch gelebt. Ehremann. Odemann? Hallo? Du bist es? Was? Oh mein Gott! Was? Lukas, du dummes Hohlbirnenstück Scheiße, es war Mirkan, Digga! Ja, du, warum hast du geredet? Und ey, ich hab nicht geredet. Du hast gesagt, ich. Ey, ich hab das gerade beim Tod gesagt, ich durfte das. Ja, Freunde, so. Wir haben die erste Runde geschafft. Lukas als Detektiv hat hier gewonnen. Mirkan war einfach nur scheiße. Und uns fällt gerade auf, dass zwei von uns einen Rucksack aufhaben. Aber wir lassen nein, es nur so. Du. Nein, Stefan hat du auch einen los. Stefan nein, hat den auch an. Los. Ich hab ihn. Doch, er hat ihn an. Deswegen, let's go, wir beginnen mit der zweiten Runde. Los geht's. Okay, Jungs, dann. Zweite Runde, let's go. Köpfe nach oben. 3, 2, 1, go. Sucuk Salami-Wurst und ich kann nur 3 Waffen. Oh, 5 Waffen jetzt. Echt? Egal. Los geht's. Wo war jetzt die Waffe? Aua! Okay, Waffe ist weg. Lootpot. Raus da. Und dann würde ich mal sagen, hat der Mörder. Warte. Wir müssen jetzt hier raus. Und noch Mörderwaffe holen, ne? Dann hat der Mörder eine WZ, um den Schlüssel zu verstecken. Wenn er das nicht tut, wird ihm wieder eingeblendet. Was mit dem Mörder passiert? Er wird von einem Nashorn geküsst oder so. Und by the way, ey, ihr müsst nicht reingehen, ne? Man kann auch da aber nicht. Doch, guck. Man kann sogar hier oben drauf, man kann auch Alter. So. Oh, es gibt mein sogar, ich glaub, hinten noch eine andere Mini-Insel. So eine Mondinsel. Aber echt? Merkt ihr auch, wie hoch ihr springen könnt, weil wir auf dem Mond sind? Ihr mega. Auch nicht? Oha, wie geil ist das denn? Das Problem ist, der Mond hat auch eine Erdanziehungskraft. Aber das wirkt nur bei fetten Menschen, Digga. Und wir sind alle fett. Ja, fuck. Okay, hey, du was Stoiko, du kleiner Alien, Digga? Nicht mehr lang, ne? Also nicht mehr lang Zeit, ich sag mich ehrlich. Ich geh jetzt da nach hinten, Digga. Jetzt nach ja, da hinten. Um Schlüssel zu verstecken, um kleiner Andres. Und dann findet ihr den einfach. Um Schlüssel, will Schlüssel verstecken. Ja, ich will die Schlüssel. Mama, Schlüssel! Okay, Leute, noch 10 Sekunden. Und jetzt bitte wieder Mörder. Passwort. Passwort. Fettleibigkeit. Okay, du bist drin. Oh mein Gott. Hey, wo seid ihr, Digga? Ich sehe eins. Wir haben einen intelligenten Mörder, Jungs, unter uns. Warum? Hast du gefunden? Ja. No oh, way. Wo? Sag ich dir nicht. Okay, zur Verteidigung. Okay. Hier, ich war die ganze Zeit hier drin und hab hier unter der Treppe gekämpft. Und hab das geguckt, ob hier einer was hin. Doch, mal eine Lüge. Okay. Ich war Real Talk die ganze Zeit okay. hier. Okay, aber warum? Wer hat dich gefragt, Digga? Oh. Das frag ich mich jetzt auch. Wer hat dich gefragt? Ja. Hä? Wer hat dich gefragt, Lukas? Gib mir meine Dose wieder. Gib mir meine Ravioli-Dose wieder. Oh, sure, ich sag das deiner Mutter. Oh, yeah. Ey! Ja, Mann, ey, es geht weiter, ey. Jetzt komm. Ich hab keine Waffe, ey, bin ich Mörder, genau. Hallo. Ja, Pech. Selber schuld. Du hättest nicht mehr. Ja, wenn du ja, sie willst. Einer von euch beiden ist Monster, Digga. Warum? Ich bin doch Monster? Ein Spaß. Ich bin hier, der alles jetzt handelt, ja, ich Digga. Bin mit. Er sagt, einer ist Monster. Rar. Ich bin mit Wife, falls ich down bin. Ich bin mit Stolko, falls ich down bin. Da bist du nicht, Junge. Ja, Lukas, Digga. Oh mein Gott. Es war so schlecht. Hier oben, ich bin hier. Oh, oh mein Gott, das war die ganze Zeit. Ich schwöre. Ey, warte, stopp. Ey, das wirft gerade ein ganz falsches Licht auf mich. Erstmal, Digga. Ganz kurz, guck mal. Erstmal, Mirkan tut so, als hätte ich den gekillt. Dabei war ich bei Stefan. Ich war einfach bei Stefan. Junge! Ich hör den Mörder. Er ist unter mir irgendwo gesteppt. Es ist wieder Mirkan, Digga! Ich bin's nicht, ich bin's nicht! Es ist wieder Mirkan! Lukas, lebst du noch? Lukas, lebst du noch? Ich bin in der Ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht, Ottoman. Sag Walla. Ich schwöre es dir, Bruder, auf unsere Freundschaft, ich bin's nicht. Ich steck auch fest, Digga. Aber ich will nicht sagen, wo war das, bin ich tot. Hä? Wer ist denn der Mörder? Oder Lukas? Ist es Lukas? Ich steck fest, Ottoman, Digga. Wo steckst du fest? Rette mich, bitte. Wo steckst du fest? Ich kann's dir nicht sagen. Lass ihn mal da. Wo? Unten im Schacht, Digga. Unten im Schacht, ich bin tot. Ich liebe euch alle. Chill, Mirkan, das bin ich. Okay. Das bin ich. Ich bin's nicht. Ja, ich schwöre, dass du es nicht bist. Ich schwöre, ich bin's. Wenn du mich jetzt abknallst, ne? Ich steck hier fest. Nein, du kommst hier rüber. Guck mal. Komm hierher und dann ducken. Er kommt! Ottoman, helf mir, Digga. Oder alleine, du bist alleine. Wie soll ich dir helfen, Bruder? Wie soll ich dir helfen in Fortnite? Soll ich dich da raushebeln mit einem Hubwagen oder was? Soll ich kurz Dings holen, Digga? Diese mit zwei. Wie heißt diese Gabelstapler? Warte, hol einfach Pommesfett, damit du mich rausholen. Oh Gott, war das schlecht. Okay, ey, jetzt pass auf. Werte. Entweder ist es Stoiko. Entweder ist es Stoiko oder Lukas Michels. Es ist Lukas. Es ist Lukas. Bruder, ich hab angefangen, dass es Lukas ist. Ist er im Schacht? Ich hab Angst. Ich steck fest. Stoiko, wir sind beide unten im Schacht im Keller. Warum Stoiko? Ist es Stoiko oder Lukas jetzt? Hä, wer ist es, Digga? Lukas? Oh mein Gott, ich höre ihn irgendwo. Stoiko? Hallo? Hallo? Oh, da schlägt jemand irgendwas. Er will Map kaputt machen. Jemand hat die Waffe aufgehoben. Ich hab Angst. Ah, oh, ist bei mir unten drin. Oh, du Mann. Bitte. Ja, ich komm.
Wo ist er? Er ist unten da, wo wir waren. Und er ist hier, mich. Ah! Oh mein Gott! Okay, das war gerade richtig intens, Freunde. Nein! Es war Stoiko, Digga, du ekelhafter. Merkan, komm hierher und sag deine letzten Worte. Oh mein Gott! Digga, also, aber Stefan, du hast richtig mit unserem Mind gespielt. Ganz kurz, Leute, Props geht raus an Stefan. Hashtag Ehrenloser im Chat, in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, Mirkan, zum Abschluss dieser Runde. Stell dich da oben hin. Stell dich da oben hin. Ich bin Arnold. Nein, zum Abschluss musst du jetzt was sagen. Sag, müsst ihr jetzt ein Like da lassen, damit die mehr von meinem Arsch sehen wollen oder so. Oh, das will jeder. Müsst ihr jetzt ein Like da lassen? Geh weg! Und Mann, ungelogen, wenn du mich killst, alle werden der Digga, sag, du bist. Sag, du heißt MBGay. Sag, du heißt MBGay. Digga, Fettsack, Digga, sag, du heißt MBGay, sonst stirbst du. Drohst du gerade in dem Spiel? Ja, ich tue. Ich kann es erst jetzt, dass ich dir im Spiel drohe. Okay, aber mein Drucker hat noch was zu sagen. Mein Drucker hat noch was zu sagen. Der kleine Pisser, Alter, macht die 450.000 Abonnenten voll, weil sonst steche ich Awave nochmal ab. Was kann ich dafür? Digga, ich weiß nicht, was mein Drucker mit dir hat, Digga. Aber, Freunde, wenn es dir gefallen hat, lasst euch ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall mal mit den Jungs ab. Und natürlich mein Instagram, Freunde. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und ciao!